Nur andersrum. Das heißt, wir spielen sozusagen The Voice of Germany, nur dass wir jetzt ausschließlich darauf gucken, wie performt einer, wie sieht er aus, wie bewegt er sich, sieht der so aus wie jemand, der singen kann? Als könnte der. Als was? Könnte der singen. Und das täuscht oft. Das täuscht oft total. Wir werden Schauen jetzt wir mal. Also ein paar Kandidaten, ich glaube insgesamt sechs, die wir beide vorher noch nie gehört oder gesehen haben. Ich schwöre. Ich schwöre auch. Wir beide schwören. sehen. Dann irgendwann wird der Ton weggemacht und derjenige singt. Schlecht oder gut, das wissen wir nicht. Wenn wir glauben, dass das jemand ist, der wirklich singen kann und den wir in unserer Band haben buzzern wollen, buzzern wir. Und kein Problem. Der zuerst buzzert, der hat denjenigen oder diejenigen in der Band. Sicher, man kann nicht nochmal zurück. Nein. Das ist echt Leben. Es gibt kein Zurück mehr. Okay. Mhm. Okay. Und dann, was passiert dann? Jeder darf sich drei aussuchen. Das heißt also nicht wahllos buzzern, sondern schon gucken, wen will ich haben. Ja, schon mit Taktik. Absolut. Schon eine Tic-Tac haben. Es ist sehr gut. Es ist ein strategisches Spiel. Aha. Mhm. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Wir sind sehr gespannt. Wer ist denn unsere erste Teilnehmerin oder unser erster Teilnehmer? Hi, ich bin Lisa und ich singe Yellow von Coldplay. Wie geht denn Yellow nochmal? It was all yellow. Boah, die kann voll gut singen. Also warst du, ne? Okay. Sie singt Yellow for Red. Das finde ich subversiv. Ich finde, sie hat eine tolle Aura. Ich glaube ihr. Wow. Ich glaube ihr einfach nur, weil ich sie auch persönlich kennenlernen möchte. Sie sieht auf jeden Fall zauberhaft aus. Absolut. Ich bin mir unsicher. Wir lösen auf. I came along, I wrote a song for you and everything you do. Es ist called ich yellow. Ich mach mal das passende Geräusch dazu. Hey, ganz ehrlich, ein bisschen Autotune und... Aber trotzdem, es ist total mutig. Es ist total mutig, schlecht zu singen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Du bist in meiner Band. Du bist in meiner Band. Ich finde das viel mutiger. Absolut, ne? Es ist super, super mutig. Hast du toll gemacht. Und ganz ehrlich, also mit ein bisschen technische Tricks könnte man da was draus machen. Ein bisschen technischer Mantel. So, technischer Mantel und dann klappt technischer das. Technischer Mantel drum. Okay, wir haben also schon mal, ich habe schon mal jemanden in meiner Band. Lisa, das wird toll, ich sehe uns in den Top 10. Jetzt ist es nämlich auch Taktik, ob ihr jetzt direkt jemanden macht, der knallermäßig singt oder halt jemand nochmal, um uns zu verwirren, nochmal jemanden, der es nicht kann, nämlich von der Regie her. Das ist wie bei Steinschere, hier Dings, Papier. Macht man dann nochmal die Schere, wenn man mit der Schere angefangen hat oder nicht? Ich mache immer noch. Das ist Psychologie. Oh mein Gott. Ich trau denen diese tiefsinnige Art des Denkens überhaupt gar nicht zu. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, der kann singen, der jetzt kommt. Okay. Aber vielleicht auch nicht. Wir gucken wir mal an. Oder sie. Ich weiß ja nicht. Wer kommt denn? Er. Hallo, ich heiße Gerd und ich spiele Living on a Prayer von Bon Jovi. Ah, Gerd sieht halt auch aus wie Bon Jovi. Jeanshemd. Kann er eine Gitarre spielen oder tut er nur so? Sieht man das? Nee, man kann er. Sieht so aus als, ja? Ja, also... Der kann's. Ja? Der kann was. Ah, okay, ich glaub's fast auch, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, Gerd kann singen. Okay, wir lösen auf. Bitte lösen Sie auf, ich kann's nicht aushalten. Dann kann Gerd singen. He says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other. And that's all I have for love. Ja, in meiner Welt! Oh, super gemacht! Herzlich willkommen! Living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Oh, was ist mit der Stimme passiert? Das war jetzt nicht scheiße von dir. Das war ganz gut eigentlich. Es steht, also wenn man das irgendwie werten möchte, würde man sagen 1:0. Aber... Du bist ja eigentlich steht es 1:1. Ja. Es steht 1:1. Ich finde absolut auch. 1:1. Ich finde auch. Wir machen weiter. Moin, ich bin Johannes und ich werde jetzt für euch Angels von Robbie Williams singen. Das glaube ich dir nicht. Entschuldigung, aber... Also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass er nicht singen kann. Aber... Deswegen drücke ich nicht. Ich drücke nicht. Ich werde nicht drücken. 3, 2. Ich will Johannes in meiner Band haben. Der wird uns jetzt alle umhauen. Johannes ist nämlich so, das ist der Paul Potts-Moment in dieser Show, jetzt, was jetzt kommt. Nein. And through it all, she offers me protection. A lot of love and protection. Er muss selber lachen.
Das wird so gut. Ich hab. Wir werden. Bist du immer noch nicht fertig, der arme Kerl? Okay. Angels. Zwei Termine sind eingeblendet. Das war unfassbar schlecht. Entschuldigung. Wollen wir noch eine Runde spielen? Müssen wir? Gerne, ich bin bereit. Okay, ich auch. Hi, ich bin Sascha und ich spiele den Song Lua von Bright Eyes. Lua? Das ist schwierig jetzt. Es wäre zu einfach, wenn Sascha es jetzt könnte, ne? Sascha, kann er's? Kann er's? Oh. Das er kann's. Ich glaube, er kann's. Ich bin mir nicht sicher. Du hast noch drei. Wenn du ihn haben willst, nimm ihn. Er kann. Warte, was passiert denn, wenn keiner drückt? Das haben wir nie durchdacht. Dann teilen wir uns. Und wir machen tierisch. Sehr gut. Okay. Wie, dreimal oder zweimal? Auf jeden Fall dreimal. Dreimal, okay. Mit Brunnen oder mit Feuer? Willst du mich veräppeln? Ja, mit Brunnen. Schere, Stein, Papier. Das stimmt. Ja. Stimmt, das Spiel wird im Titel schon beschrieben. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Damn it! Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, weil ich das gesagt habe eben. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Warte, was ist denn überhaupt der Gewinn oder der Verlust? Wer verliert, muss ihn nehmen. Ja, okay. Okay. Der arme Kerl, der ist bestimmt super und wir sind so gemein. Wer verliert, muss ihn nehmen. Okay, also. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Bam! Super. Okay. Der ist ja voll super. Wir tanzen schon, bevor wir überhaupt wissen. Vielleicht ist es auch wirklich der nächste. Ed Sheeran. Es ist der nächste Ed Sheeran. Okay, Leute. Show okay. me what you got. I know that it is freezing, but I think we'll have to walk. Ich würde mal sagen. Das ist doch gut. Du hast ganz schön gewonnen gerade. Das ist doch gut, Leute. Das ist Granate. Ja, das ist der Knaller. Das ist der Knaller, ja, natürlich. Ja. Mann, wie blöd. Hallöchen, Knaller, voll gut. Oh Mann, okay, also jetzt kann jeder noch einen wählen, zwei sind noch in der Auswahl. Ich bin auf 180. Ich auch, es ist wirklich aufregend, ich bin auch, Sie zu Hause hoffentlich auch. Hallo, Sie zu Hause. Okay. Ja, hi, ich bin die Maren und ich singe jetzt für euch das Lied Let It Rain von Amanda Marshall. Was, von wem? Von Let It Rain, von Dings. Dode. Ja, die kann's. Ja, echt. Da, ja, echt, sehr, die ganz verarscht sicher. Uns. Ich glaube, die verarscht uns. Ich hoffe so sehr. Bitte kann's nicht. Sie kann's. Bitte, bitte, bitte sei schlecht. Sei ganz schlecht. Hallo. Bitte ja. Komm, wir lösen auf. Weiß ich mal am Riemen. Die ist bestimmt gut. Let it rain. Oh Mann. Yeah. Merkst du ja selber, ne? Scheiße. Okay, jetzt auch. Okay. Let it rain on me. Die ist auch Knaller. Die ist auch gut. Wahnsinn, toll. Knaller. Team Lena. Herzlich willkommen. Ja, schade, schade. Ich wollte gerade sagen, ich hätte dich beinahe in einem Spiel gewonnen. Sehr sympathisch. Okay. Also ich darf ja jetzt nicht mehr, aber das ist vollkommen okay für mich, weil meine Band ist ein absoluter Oberknaller. Ich mach einfach nochmal aus. Bist du das, Lena? Du spielst das ist auf verblüffend ähnlich. Das ist wirklich. Okay, ich bin sehr gespannt, wer als nächstes kommt. Toi, toi, toi. Hallo, ich bin Daniela und ich singe Bohemian Rhapsody von Queen. Ja. Super. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Also die Finger auf dem Klavier sehen schon mal schwierig aus, ehrlich gesagt. Entschuldigung, ich muss das, weil jeder wird, ich weiß, im Internet gibt es Scheißestürme. Daniela ist unsere ehemalige Praktikantin und ich wüsste, wenn sie singen kann, dann wüsste ich das. Aber vielleicht überrascht sie uns ja, die Daniela, und kann total gut singen. Komm, Dani. Ja. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landline, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy and need nothing to do, 'cause I'm easy. Let's live. Ich nehme dich jetzt einfach in mein Team.
kann es sein, dass du hast jetzt wirklich nur die Perlen, die können alle singen und ich habe das. Sehr schöne Menschen, muss man sagen. Okay, wir machen jetzt das finale Schlussgesangsbattle. Ja. Ja. Ihr fangt auf jeden Fall an. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.